Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt ist eindeutig 20 Grad und Frühling und ich würde mal sagen, der große Teil des Winters ist rum. Ich habe meine Wärmepumpe seit 6 Monaten, ein bisschen mehr, und ich würde sagen, es ist Zeit für ein erstes Fazit. Wie war der erste Winter mit der Wärmepumpe? Heute geht es darum, wie war die Effizienz, wie war der Stromverbrauch, wie viel weniger Gas haben wir verbraucht und was bedeutet das am Ende für die Kosten? Also bleibt dran. Übrigens, viele Fragen, die so in den Kommentaren gestellt werden, habe ich schon früher mal in anderen Videos beantwortet. Also am besten abonniert diesen Kanal, dann könnt ihr auch die anderen Videos anschauen und verpasst nichts. Trotzdem für alle nochmal kurz als Wiederholung, die Grundlagen sozusagen: am 20. September des letzten Jahres ist diese Wärmepumpe, die ihr hier hinten seht, eine Lambda EU13L, eingebaut und in Betrieb genommen worden. Seitdem zählt sie intern den Stromverbrauch und ich habe auch einen externen Zähler angeschlossen, der den gesamten Stromverbrauch für die Heizung misst. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Dann habe ich von Zeit zu Zeit Fotos gemacht, Aufnahmen aus der Lambda-Software, aus verschiedenen anderen Programmen, die ich euch vorstelle im Laufe des Videos. Und auf dieser Basis kann ich jetzt eine Auswertung machen. Besonders nützlich war dabei der Solarmanager. Das ist eine Software, mit der ich alle Geräte hier, also vom Auto über die PV-Anlage bis zur Waschmaschine und natürlich der Wärmepumpe, alle Geräte mehr oder weniger tracken kann. Darüber habe ich im letzten Video mal ausführlicher gesprochen, das ich euch hier verlinke. Was da noch von Bedeutung ist, ist, dass ich am 19. Januar meinen Zähler, der die Gesamtstrommenge für die Heizung gezählt hat, extern, nochmal ausgetauscht habe und durch einen Smart Meter ersetzt habe. Und ab dem 19. Januar eben sehe ich jetzt auch in der Solar Manager App den tatsächlichen Stromverbrauch. Ui, was heißt denn tatsächlicher Stromverbrauch? Das erkläre ich euch jetzt. Die Wärmepumpe selber misst den Stromverbrauch der Wärmepumpe und kann sagen, wie viel Energie aufgenommen worden ist und wie viel Wärme dadurch erzeugt worden ist, und das auch getrennt für den Heizbetrieb und fürs Warmwasser und fürs Abtauen und die Gesamtsumme. Ich habe dann aber relativ rasch festgestellt, dass der Zähler, der den gesamten Stromverbrauch von dem Ensemble misst, doch einiges mehr misst. Und das liegt daran, dass die Heizung ja auch noch Pumpen hat und eine Steuereinheit hat und eine Hydraulikstation, und die brauchen auch noch Strom, der in der Wärmepumpe nicht gemessen wird, weil die Wärmepumpe misst den Strom, den die Wärmepumpe verbraucht. Und wie wir sehen werden, ist dieser Stromverbrauch, der tatsächlich entsteht, ungefähr 15 bis 20 oder sogar mehr Prozent liegt er über dem, was die Wärmepumpe anzeigt. Boah, jetzt sagt ihr, das ist ja, dann ist ja die Effizienz viel schlechter als gedacht. Naja, das ist so wie beim Auto, beim E-Auto, da gibt es ja den WLTP. Und das ist der Wert, der ermittelt wird, wie viel Strom ich für 100 Kilometer brauche. Da ist auch nicht berücksichtigt, ob ich die Klimaanlage viel anhabe oder die Verluste, die beim Laden entstehen. Das ist einfach ein genormter Wert, mit dem man Autos vergleichen kann. Und genauso ist es beim COP, das ist der genormte Wert, mit dem ich die Effizienz der Wärmepumpe vergleichen kann. Und wie sie sich dann eben im Haus darstellt mit den Pumpen, das ist nochmal was anderes, aber ich habe beides für euch gemessen. So, zu Beginn meines kleinen Erfahrungsberichts vielleicht ein paar Grundlagen zu meinem Wärmeverhalten. Ich lese manchmal in den Kommentaren, also ich möchte im T-Shirt im Wohnzimmer sitzen und brauche mindestens 24 Grad. Ich nicht. Also ich habe schon im letzten Jahr sogar den Versuch gemacht, wie ist das eigentlich, wenn man sich Anfang des Jahres einfach mal nicht dran gewöhnt, dass es 22, 23 Grad warm wird, sondern man begrenzt einfach mal dein Wohnzimmer auf 20,5 und schaut, was passiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mich nach einer kurzen Übergangszeit eigentlich nicht mehr gestört hat. Dass es eigentlich eine Gewöhnungsfrage ist, wie warm wir das Haus machen. Deshalb meine Arbeitsgrundlage ist, ich strebe an, im Wohnzimmer 20,5 Grad zu haben, wenn ich drin sitze. Ansonsten in den Zimmern, die ich benutze, Arbeitszimmer und Kinder, wenn sie da sind, so 19 bis 20 Grad zu haben. Im Schlafzimmer darf es gerne kälter sein. Und im Bad habe ich eigentlich auch nur die 20, 21 Grad und nicht wie viele andere dann sehr warm. Das ist aber auch bei diesem kleinen Bad, ehrlich gesagt, sobald du die Dusche anmachst, wird es da sowieso warm. Ich muss sagen, dass ich es dieses Jahr fast ein bisschen übertrieben habe. Es gab einzelne Tage, an denen ich kalt hatte, vor allem im Arbeitszimmer. Da sind die Fenster nicht so toll und deswegen hat es dort mit der Vorlauftemperatur, die ich gewählt habe, nicht ausgereicht. Ich hatte dann zwar im Wohnzimmer immer die 20,5 Grad, aber sagen wir mal, ich bin fast nie über 40 Grad in der Vorlauftemperatur gegangen in diesem Altbau. Und das hat dann in den Räumen mit schlechten Fenstern und schlechten Heizungen nicht ausgereicht.
Da muss ich mal schauen, wie ich das nächstes Jahr mache, ob ich jetzt im Arbeitszimmer friere oder eine Zusatzheizung einstelle oder wirklich die ganze Heizkurve anhebe, nur damit ich im Arbeitszimmer ein bisschen Wärme habe. Viermal war uns wirklich kalt und es ist vielleicht noch ganz interessant. Einmal gab es einen kurzen Stromausfall. Einmal wurde so viel Warmwasser verbraucht im Haus, dass es nicht mehr in den Heizkreis gelangen konnte mit Puffy. Einmal habe ich es direkt gespürt, als mal längere Zeit abgetaut werden musste. Und ich denke, das liegt daran, dass jeweils ich einfach so an der Untergrenze mit der Vorlauftemperatur war, dass wenn man dann mal für einen kurzen Moment da auch noch was weggenommen hat, dann sind die Räume relativ rasch ausgekühlt. Dafür habe ich natürlich diesen Kamin und den habe ich dann an diesen 3 bis 4 Abenden angeworfen und schon war es wieder wohlig warm im Haus. Also insgesamt habe ich eher an der Untergrenze geheizt, würde ich mal sagen. Und auch das Warmwasser habe ich nach einigen Wochen dann doch höher eingestellt, weil ja, Frauen und Kinder, vor allem Menschen mit Haaren, doch eine etwas höhere Duschtemperatur wollten offensichtlich. Gut, das ist dann in Ordnung. Das wurde dann auch so von mir umgesetzt. Und damit kommen wir zur Auswertung und dafür setze ich mich mal hier auf die Terrasse. Das ist ein bisschen gemütlicher. Erstmal geht es um die Effizienz. Den COP, also bei welchen Temperaturen arbeitet die Wärmepumpe mit welcher Effizienz. Die wird leider nicht extern getrackt, sodass ich darauf angewiesen war, ab und zu mal ein paar Fotos gemacht zu haben von den Einstellungen zu bestimmten Momentaufnahmen. Wie wird überhaupt der COP errechnet in der Wärmepumpe? Also klar, die Wärmepumpe misst den Strom, den sie verbraucht. Und wie sie die Wärmemenge misst, da habe ich nochmal nachgefragt beim Florian Entleitner, dem Lambda-Chef. Die Wärmemenge wird in der Wärmepumpe über einen Durchflusszähler und 2 Temperatursensoren gemessen. Es handelt sich natürlich nicht um einen geeichten Zähler, aber das ist schon recht genau. Das soll euch als Information dienen. So, und nun habe ich über den Winter immer mal wieder, wenn ich dachte, heute könnte es interessant sein, ist es besonders kalt, besonders sonnig, besonders warm oder irgendwas, einfach Fotos gemacht, auf denen man den COP ablesen kann. So zum Beispiel am 30.11. und am 1.12. Da hatten wir Temperaturen um die 0 bis 3 Grad draußen und die Wärmepumpe hat mit einem COP von 5,47 und 6,08 gearbeitet. Das ist sehr ordentlich. Am 4.12. bei minus 4 Grad seht ihr übrigens, wie die Wärmepumpe gerade aufgetaut wird. Dann läuft der Kreislauf andersrum und mit dem warmen Heizungswasser wird die Wärmepumpe aufgetaut. Am 7.12. hat es wieder ähnlich um die 3 Grad gehabt und auch hier hatte die Wärmepumpe einen COP von 5,08. Und dann gab es noch eine richtig kalte Phase im Januar vom 9. bis 13.01. Da waren die Temperaturen bis minus 8 Grad in der Nacht mal und im Schnitt so um die minus 4, minus 5 Grad. Da hatten wir am 9.01. bei minus 2,5 Grad einen COP von 3,96, am 10.01. bei minus 0,7 Grad einen COP von 4,36, am 11.01. bei minus 1,3 Grad einen COP von 4,52, am 12.01. bei minus 1,4 Grad einen COP von 4,08, am 13.01. bei minus 0,2 Grad einen COP von 8,53. Ah nee, Moment, da taut sie gerade ab. Jetzt schaltet sie um, dann also einen COP von 5,43, 14.01. 0,2 Grad COP 4,13 und 16.01. 0,2 Grad COP von 4,2. Also auch bei Temperaturen unter 0, knapp über 0, immer so um die 4, 4,5 oder auch mal fast 5. Ein COP. Das ist natürlich wunderbar. So, und dann hatten wir natürlich auch wärmere Tage. Mal sehen, was wir da so für ein COP haben. Am 27.01. zum Beispiel hat es 6,7 Grad und der COP lag bei 5,05. Am 7. März lag er bei 5,55 und wir hatten 7,9 Grad. Und jetzt vor ein paar Tagen, am 10. April, hatten wir 11,2 Grad und der COP lag bei 6,52. Und die Wärmepumpe selbst gibt ja auch einen durchschnittlichen Wirkungsgrad aus, den ihr hier sehen könnt für den 10. April. Und zwar war der COP, der durchschnittliche, bei 4,75 für die Wärmepumpe seit Jahresbeginn und 4,84 seit Inbetriebnahme. Der zählt hier irgendwann mal beim Produktionsdatum im Juli, aber eigentlich ist es natürlich der 20. September. Dann haben wir einen COP von 3,85 für die Warmwasserbereitung bzw. 3,99 für die gesamte Zeit und einen COP von 5,03 für den Heizbetrieb bzw. 5,27 seit Inbetriebnahme. Das sind also alles durchgehend ordentliche bis sehr ordentliche Werte. Wie gesagt, der Peripheriestrom ist dann noch nicht berücksichtigt. Muss er aber nicht beim COP und den schauen wir uns später auch noch an. So, und dann wollte ich natürlich wissen, wie sah es mit dem Gasverbrauch aus, weil
Ich habe früher auch schon mit Gas gekocht und deswegen hatte ich immer so ein bisschen die Unsicherheit, wie viel von diesem Gas ging eigentlich aufs Kochen. Und ich will ja am Ende vergleichen mit dem Gasverbrauch, den ich fürs Heizen hatte. Der lag bei mir eigentlich konstant über die Jahre immer so bei 19.500 Kilowattstunden bei diesem Haus. Außer im letzten Jahr, da hatte ich nämlich schon mal angefangen und ein bisschen die Heizung reduziert und mal ausprobiert, wie ich mit weniger Heizen auskomme und hatte dann prompt auch nur einen Verbrauch von 17.000 Kilowattstunden Gas. Und auf die offene Frage, wie viel davon war Heizung und wie viel davon war Kochen, kann ich jetzt zumindest annähernd eine Antwort geben. Ich habe nämlich die Gaszählerstände vom 1. November 23 und dem 9. April 24 und da stelle ich fest, dass in diesen 160 Tagen ein Verbrauch von sage und schreibe 12 Kubikmeter Gas gewesen ist, was 125 Kilowattstunden entspricht. Also daran sieht man auch, die Gasheizung ist wirklich nicht mehr da und das Gas, das wir zum Kochen brauchen, ist einigermaßen überschaubar. So, und bevor ich jetzt zum Thema Stromverbrauch der Wärmepumpe wirklich komme, noch ein kleiner Hinweis. Ich finde es ganz interessant, die Deutsche Umwelthilfe verlost gerade im Moment 3 Wärmepumpen, unter anderem auch eine von dem Hersteller meiner Wärmepumpe Lambda. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann schaut euch das unter diesem Link an. Da findet ihr die Verlosung der DUH und einige Informationen über die Wärmepumpe noch dazu. So, was ist die Grundlage für meine Auswertung des Stromverbrauchs? Zum einen ist es der Solar Manager, der ja jeden Tag alles trackt. Da kann ich sogar die Daten alle hinterher bei Excel rauslassen. Aber es gibt da einen kleinen Nachteil, dass diese Daten dann viertelstündlich aufgeführt sind und ich müsste also immer alle Viertelstunden eines Tages zusammenrechnen und da bin ich ein bisschen zipfelsinnig geworden. Deswegen habe ich mich kurzerhand hingesetzt und habe einfach von 1. November bis heute die Tagessummen aus der App zusammen in eine Excel-Datei reingehackt und euch dieses schöne Schaubild dazu gemacht. Ihr seht hier also die hohen Balken, das ist der Stromverbrauch der Wärmepumpe und zwar der Gesamtverbrauch, also inklusive Peripherie und daneben die gelben Balken, das ist der Eigenanteil von PV-Strom. Und die Kurve, die durch das ganze Bild durchgeht, das ist die Temperaturkurve, wann es besonders kalt und warm war. Der Stromverbrauch, den die Wärmepumpe selbst seit Inbetriebnahme angibt, liegt bei 2617 Kilowattstunden. Der Stromverbrauch, den die Gesamtperipherie plus Wärmepumpe verbraucht haben, ist ungefähr das 1,27-fache, nämlich 3322 Kilowattstunden. Das sind die vorhin angesprochenen Verbräuche durch Pumpen und Peripherie. Seit ich den Smart Meter an der Stelle des Gesamtverbrauchs installiert habe und es dann wirklich tracken kann, sind es relativ konstant 22% mehr, als die Wärmepumpe als Stromverbrauch angibt. Das heißt, ungefähr 22% muss ich draufschlagen für die Peripherie. Also 3322 Kilowattstunden insgesamt nach der Wintersaison ziemlich rum. Ich hatte ja mal in einem früheren Video angenommen, dass ich statt der bisherigen 17.000 bis 19.500 Kilowattstunden Gas in Zukunft vielleicht 4.000, 4.500 Kilowattstunden Strom für die Wärmepumpe verbrauchen würde. Und das sieht so aus, als wäre ich auf einem ganz guten Weg dorthin. So, die nächste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie viel Gas hätte ich denn jetzt verbraucht? Und das ist sehr schwer zu sagen. Erstens mal natürlich haben wir ein anderes Wetter dieses Jahr und andererseits habe ich keinen Vergleichszeitraum, der wirklich identisch ist. Aber ein bisschen was kann ich doch bieten, denn ich habe tatsächlich im Jahr 2022 am 10. September meinen Gaszähler fotografiert und am 26. Februar 23 wieder. Das heißt, ich habe so eine Phase von Mitte September bis Ende Februar über den Winter meinen Gasverbrauch getrackt. Und an diesen 169 Tagen habe ich 11.077 Kilowattstunden Gas verbraucht. Da ich ja nun bei der Wärmepumpe für jeden Tag meine Heizung gemessen habe, kann ich diesen Referenzzeitraum ein Jahr später nun auch auswerten. Und vom 20. September 23 bis 26. Februar 24 habe ich 2782 Kilowatt Strom mit der neuen Heizung verbraucht. Logisch, wir hatten eine andere Wetterlage und so weiter. Ich habe ein paar neue Heizkörper, es hat sich manches andere verändert. Dennoch, wenn ich jetzt die Faustregel ansetze, dass Gas so ein Drittel vom Strom kostet, dann wäre die Wärmepumpe bei einem Verbrauch von 3700 Kilowattstunden in diesem Zeitraum gleich auf mit der Gastherme früher. Aber es sind 900 Kilowattstunden weniger. Das ist nicht schlecht. Bevor wir zu den Kosten kommen, ist für mich natürlich ein Punkt noch ganz relevant. Welchen Anteil
hatte meine Solaranlage an dem verbrauchten Strom. Weil, wie jeder weiß, im Winter, wenn es besonders kalt ist, wenn es neblig ist, scheint eben auch die Sonne nicht so schön durch. Manchmal liegt sogar noch Schnee auf den Photovoltaikzellen. Und genau dann, wenn man am meisten Strom braucht, hat man am wenigsten Solarstrom. Und richtig, das ist so, aber es hat mich selbst überrascht. Denn ihr seht in der Grafik, dass bereits Ende Januar und ab Mitte Februar der Sonnenstromanteil schon wieder erheblich ist. Und ab März ja schon fast wieder den kompletten Heizstrom hergibt. Und der Solarmanager optimiert noch nicht. Also ich habe, weil ich damit nicht so richtig zurechtkam, in diesem Winter noch keine solarstromoptimierte Heizung. Das ist sehr komfortabel im Solarmanager. Der spuckt das mir für Tage oder auch Monate aus, wie viel die Wärmepumpe verbraucht hat und wie viel davon Sonnenstrom war. Und zwar im November 23 39%, im Dezember 23 21% und im Januar 24 26%. Ihr seht ganz klar, Dezember, Januar sind die schwächsten Monate, aber immer noch ein Fünftel und ein Viertel aus Sonnenstrom. Und im Februar dann schon 56% und im März 67% und im April dann 92%. Im Jahr 2024, also von Januar bis heute, haben wir 48% Sonnenstromanteil. Das sind 820 Kilowattstunden meines diesjährigen Verbrauchs. Und insgesamt seit November, das ist ja der Zeitraum, den ich auch in diesem Schaubild betrachtet habe, sind es 1100 Kilowattstunden von den gemessenen 2695 Kilowattstunden. Ungefähr 41% meines Heizstroms seit November geht auf Solarstrom. Das finde ich beachtlich. Jetzt weiß ich ja, dass ihr diese Rechnungen liebt und sie mir auch im Nachhinein um die Ohren haut und sie sind auch immer falsch. Dennoch lasst mal das Milchmädchen rechnen. Nehmen wir also nochmal diesen Vergleichszeitraum von vorhin, von Mitte September bis Ende Februar mit allen Einschränkungen. Dann hätte ich also 11.000 Kilowattstunden Gas verbraucht. Und jetzt setze ich mal nicht meinen eigenen Gaspreis an, sondern sagen wir mal 9 Cent. Das wäre so ein realistischer, ordentlicher Gaspreis. Dann wären das ungefähr 990 Euro für Gas. Ich habe jetzt also inklusive Peripherie 2783 Kilowattstunden Strom verbraucht. Sagen wir mal 28 Cent, also nicht mein Stadtwerke-Unterstützungspreis, sondern ein so Check24 ordentlicher Preis. Dann sind das ungefähr 780 Euro. Und davon stammen aber noch ungefähr 40% aus meinem Sonnenstromüberschuss, den ich mit 9 Cent ansetze. Das wäre das, was ich sonst bekommen würde. Dann kostet mich dieser Zeitraum statt 990 Euro für Gas also 567,73 Euro. Und das sind knapp 60% der Kosten. Das ist eine nicht unwesentliche Einsparung für mich als PV-Anlagenbesitzer gegenüber den früheren Gaskosten. Tja, und damit komme ich zu meinem Fazit nach 6 Monaten. Also zum Ersten, ich habe an der Untergrenze geheizt, kann man schon sagen. Und der Kamin war zur Sicherheit an 3 bis 4 Tagen sehr angenehm. Zweitens, die Effizienz der Wärmepumpe ist wie versprochen sehr gut. Drittens, das Heizen war deutlich günstiger als vorher mit Gas. Viertens, meine Schätzung, dass ich so ungefähr bei 4.500 Kilowattstunden pro Jahr rauskomme, war realistisch. Werden wir sehen, in einem halben Jahr kann ich euch da genaueres berichten. Fünftens, der PV-Anteil ist höher, als ich gedacht habe. Er dürfte übers Jahr verteilt wahrscheinlich bei 50% oder höher liegen. Und das finde ich ganz erstaunlich, weil ja eigentlich gerade im Winter relativ wenig Sonne scheint. Sechstens, grob überschlagen könnten für mich die Stromkosten bei 560 Euro im Jahr liegen. Gegenüber Gaskosten von ungefähr 1530 Euro. Das heißt, ich würde 1000 Euro im Jahr weniger für die Heizung bezahlen als bisher. Und völlig richtig, auch dann brauche ich noch ein halbes Leben, bis ich die Mehrkosten für den Heizungswechsel eingespart habe. Wobei, je nachdem, wie man es rechnet und wie sich die Energiepreise entwickeln, sind es vielleicht dann am Ende doch nur 10 bis 15 Jahre. Aber das schauen wir uns dann in weiteren Videos an. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und liked dieses Video, da würde ich mich sehr freuen. Kommentiert gerne eure eigenen Erfahrungen mit eurer Wärmepumpe oder was ihr zu meinem Video sagt. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.